Hallo zusammen, ich bin Balu und herzlich willkommen zu Pokémon Sonne, 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 Sonne. So, was müssen wir machen? Wir sind auf der Route 5 und wir müssen weiterhin kämpfen. Ich habe hier einen Fruball, mit dem ich gerne den Plätscherhügel unsicher machen würde. Es sei denn, du gibst mir im Tausch dafür einen Yorklef. Ich habe kein Yorklef. Habe ich doch. Ich habe einen Yorklef. Hier, bitteschön. Was hast du für mich? Was hat er gesagt? Jetzt mal gucken, ob ich das nicht selber schon habe. Ein Fruball. Nö. Hier, du kannst einen blöden Hund haben. Kriege ich auch neu, wenn ich den jetzt schon habe. Spitze, dann lass uns tauschen. Yay, ich tausche. Mein erster Tausch. Cool. Ich hoffe, ich kriege etwas Geiles. Na, was kommt da jetzt bei rum? Oh nein. Diese blöde Traube. Yay. Ich habe ein Frubi. Aber es könnte ein interessantes Pflanzen-Pokémon werden. Vielleicht besser als Wurmball. Nee, warte, das war Fee. Frubal, ein neuer Eintrag. Ist 3 Entwicklungsstufen. Ich weiß nicht, es könnte gut sein. Es wird auf jeden Fall schnell gelevelt, weil es getauscht ist. Sein Körper verstößt einen köstlichen Duft, der leider seinen Fressfeind Tukanon anlockt. Dem kommt ein aromatischer Snack höchst gelegen. Oh, wie toll, dieses Yorklef ist ja so süß. Aber Frubal ist unbeschwert mich niedlich. Schau gefälligst, dass es ihm gut geht. Okay, pass auf, wir gucken jetzt mal. Ich glaube, Pflanzen-Pokémon ist noch nicht das, was wir so haben. Boden, Unlicht, Wasser, Flug, Feuer. Ach, Pflanze, Fee. Stimmt, deswegen habe ich Wurmball dabei. Weil das nämlich auch Fee hat. Aber Unlicht wird mein Mizunder. Meine Katze wird nachher Unlicht, Feuer, ne? Miri ignoriert mich. Na gut, dann nicht. Was können wir denn noch mitnehmen? Bodenstahl, Dicker, aber Dicker ist scheiße. Aber wir lassen es erstmal so, wie es ist. Ich weiß nicht, aber wobei, ich würde es gerne das Fruball mitnehmen. Das Level wenigstens schnell geil, aber Wurmball hat halt noch Fee mit dabei. Warum, das hat schon so geile Attacken. Ich bin echt gerade unsicher. Hat Blendpuder dabei. Rasierblatt, Kameradschaft, Turbodreher. Weiß mich jetzt nicht gerade so vom Hocker, aber ich meine, wir können ja nichts verlieren, ne? So gut ist Wurmball noch nicht. Und wenn ich da noch irgendwie Unlicht gegen irgendein Fee-Pokémon noch austausche. Hier, Käfer-Fee. Ich weiß einfach nicht, welche Pokémon ich mitnehmen soll. Merkt ihr vielleicht ein bisschen. Mir fehlen noch so die richtig geilen. Aber nee, die Katze kann ich nicht wegtun. Die brauchen wir noch. So, ach, das scheint der Angler. Ich schwöre, beim Plätzerhügel gibt es ein Herrscher-Pokémon. Cool, Junge, cool. Herrscher-Pokémon können einiges einstecken. Hier, vielleicht hilft dir das ja weiter. Oh, ein Angriffsplus. Ja, das ist okay. Wenn du das Items Angriffsplus auf ein Pokémon an... steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Vortreffer landet. Gut, dafür verliere ich eine ganze Runde. Black. Bei dem Harry habe ich seinen Pokémon gegeben. Oh, hier ist ein Professor. Entschuldige, ich hätte da deine. Bitte an dich. Ja, warum? Danke, dass du dir Zeit für mich nimmst. Ich untersuche die Zusammenhänge zwischen Pokémon und der Qualität von Wasser. Momentan betreibe ich Feldforschung am Plätscherhügel, wo angeblich ein Pokémon namens Barschwa leben soll. Doch bin ich leider eine Niete im Angeln und meine Arbeit macht kaum Fortschritte. Deswegen habe ich einen Auftrag für dich. Würdest du bitte zum Plätscherhügel gehen und einen Barschwa fangen? Man erkennt sie sofort an ihrem etwas unvorteilhaften Aussehen. Wenn du eins gefangen hast, dann zeig mir bitte umgehend seinen Pokédex-Eintrag. Du bekommst natürlich eine Belohnung für mich, für deine Mühen. Ja, eine Angel? Hallo? Na gut. Am Plätscherhügel gibt es Unmengen an Wasser-Pokémon. Da bietet sich an, Pokémon und Attacken vom Typ Pflanze einzusetzen. Ja, ja. Gebe ich dir recht. Okay. Gut. Nett. Wie weit ist überhaupt unser Ei? Ich will jetzt endlich wissen, was da drin ist. So, Bericht.
Och, es wird noch lange dauern. Meine Güte. Warum denn? Wir müssen auf jeden Fall eh noch hier ein bisschen kämpfen. Hallo. Tschüss. Ich will da hoch. Da muss man irgendwie hochkommen, da gibt's Items. Aber vielleicht kommen wir da von einer Seite dran. Hier, den haben wir noch nicht besiegt. Hey du. Als Züchterin muss man die Stärken seiner Pokémon entdecken und fördern. Was haben wir denn hier Schönes? Was hast du für zwei Pokémon, die du trainierst? Züchterin, weibliches und männliches. Was haben wir denn da? Einmal ein Bubungus. Ist das das männliche oder das weibliche? Also so wie es geformt wäre, sollte es das männliche sein. Oh nein, ich habe Bambuli noch vorne. Es ist das weibliche. Na gut, komm, dann machen wir Dampfwalze. Ist wahrscheinlich total wie geil die Attacke ist. Aber war klar, dass sie nicht effektiv ist. Wow. Erstaunlich. Erstaunlich. So, was können wir noch machen? Wenn Doppelwalze nicht hilft, dann machen wir mal Doppelkick. Ins Gesicht der blöden Blume. Warum bist du eigentlich noch am Platz 1, du komischer Esel? Oh. Sprung mit... Nein! Der hat nicht wirklich das Pokémon vergiftet, der Arsch. Was soll denn das? Okay, das ist nicht lustig. Das ist gar nicht lustig. Ich tausche das Pokémon aus. Jetzt ist schon wieder halb tot. Mehr als das. Wie viel Schaden das einfach macht. Ey, ich glaube, es hackt. Komm hier irgendwie Zunder. Mach du dem mal ganz mal bitte ein Ende. Ist ja schlimm. Na, da halt das Training. Wir haben schon gehört, wenn das Gesteins-Pokémon sein sollen, wird das nicht so easy. So, von einer Katze was abzusaugen, die aus Feuer besteht, tut einem Pflanzen-Pokémon nicht so gut. Du kannst gerne meine feurige Energie in dich aufnehmen, aber es wird dich nicht retten. Bitteschön, bitte werd nicht vergiftet. Bitte nicht du auch noch. Och, natürlich. Hä? Aber es hat Mizuna nur eingeschläfert. Spornwirt kann einen einschläfern und... Jetzt will ich erstmal wissen, was das männliche Pokémon ist, mit dem sie das Fungus-Dingsbums, vermählt. Ladybar, du bist der... Nein, du bist auch ein weibliches. Ja, okay. Na gut, zweimal weiblich. Ist okay, können wir mitarbeiten. Nur vermehren können wir die nicht. Lichtschild, was macht das nochmal? Achso, Spitz... Ja, gut. Komm schon, aufwachen. Mizunda. Ja, gut gemacht. Selbst dein Schutz vor Spezialangriffen wird dich nicht helfen, wenn das effektiv ist. Tut mir ja sehr leid. Ich wünschte, ich hätte wüsste, was meine Stärken sind. Nicht gegen mich zu kämpfen, auf jeden Fall. So, jetzt haben wir, glaube ich, hier überall, wo ich hinkomme, alles besiegt. Dann gehen wir jetzt nochmal Team heilen, weil es ja vergiftet ist. Und dann gehen wir da in der Story weiter. Mal gucken, was sie da von mir wollen. Hallo, einmal mit Heile machen. Bashwa müssen wir also suchen. Das können wir uns merken. Bashwa und dann hier zurück das Team Heile machen lassen. Ich suche vor allen Dingen außergewöhnliche Pokémon. Ja, also zum Beispiel dieses Typ 0. Fand ich sehr interessant. Aber noch nie vorher gesehen. Guten Tag. Warte mal, hier geht die Story weiter. Vielleicht ist hier unten noch irgendwas. Ach, Das beste Training für Pokémon sind Kämpfe. Ja, ich wollte doch nur die Bären holen. Mann. Na, Opi? Pokémon-Züchter Guido. Was hast du denn männlich und weibliches? Ihr müsst doch männliches und weibliches haben. Ein Paras und... Oh. Nein, Pampuli ist ja noch vorne. Oh, Mann. Ich bin so unfähig. Mal schnell wechseln hier. Die hat mit ihren komischen Käfer-Pokémon, Pflanzen-Pokémon hier. Was glaubt ihr, wie weit ihr damit kommt? Starre Spruch nicht getroffen. Ein Glück. Und tschüss. Ist gar nicht übertrieben, wie stark mein Pokémon schon ist. Aber es macht mir auch nichts aus. Ich kämpfe gerne mit Überleveln. Dann merkt mir keiner, wie ich absacke beim richtigen Kämpfen. Und was hat er noch? Ein Webereich. Jetzt habe ich nicht auf den Typen geachtet, den er hat. Männlich oder weiblich? Das war das wieder weiblich. Und da ist das männliche.
Ja, okay, euch beide kann man wirklich miteinander paaren, das ist okay. Das akzeptiere ich, ihr seid beide gleiche Größe und nicht so wie der kleine arme Hund aus der letzten Folge. So, Guido. Selbst wenn meine Pokémon verlieren, kann ich als Trainer noch etwas aus den Kämpfen lernen. Du kannst lernen, wie man Baloui mit Geld versorgt. Das macht er sehr gut. Was? Hey, was ist denn mich... Da hat ein Pokémon Bären gefressen und greift mich an. Was? Was haben wir denn da? Ein Krabbox. Du bist wirklich ein Krabbox. Ich will dich nicht töten. Ich hätte gerne einfach dich zum Mitnehmen. Sieht so dumm aus. Du hast schon ein blaues Auge, Kollege. So, Pamuli, nochmal, aber nicht töten, nicht kritten. Machst du nochmal meinen Angriff schwächer? Das wäre gut. Nee, Verteidigung. Stampfer, bitte nicht töten. Ha, gut gemacht. Dann ist das jetzt wohl meins. Das sieht aber strange aus. Aber egal. Da ist es. Ich will der Allerbeste sein, wie keiner von mir war. Lelelele. So, was haben wir? Omizunda ist Level up. Sehr schön. Ruby ist Level up. Lockduft. Oh. Lockduft war, glaube ich, nicht so geil. Fluchtwert. Nee, die brauchen wir nicht lernen, egal was ist. Ja, okay. Krabbox, ein neuer Typ von Pokémon. Hat eine Entwicklungsstufe. Und schützt mit den Scheren seine Schwachstellen und bereitet einen Gegenschlag vor. Verliert es, bläst es Trübsal. Ja, okay. Du bist ein komisches Pokémon. Ab in die Box mit dir. Kann ich jetzt die Bären aufsammeln oder muss ich gleich schon wieder kämpfen? Phragia-Beere. Eine Piersiv-Beere. Da liegt noch was. Und noch eine Phragia-Beere. Dankeschön. Hier unten ist so viel Wiese, das ist immer auffällig. Ist hier irgendwas? Nee. Aber hier ist nur... Willst du kämpfen? Das hiesige Pokémon-Center ist gar nicht mehr weit. Von dort kommt man direkt zur Prüfungsstätte, den Plätscherhügel. Dankeschön. Für den Hinweis. Aber wartet mal, hier oben ist etwas auffällig. Da oben ist ein Ball. Haha. Ich lasse mir kein Item entgehen. Und da ist ein neues Yorkleff. Wir haben ja keins mehr. Oder? Wir haben es weggegeben. Da müsste jetzt theoretisch das Symbol nicht mehr sein, dass ich es noch habe. Hä, was ist noch da? Nur weil ich es irgendwann mal gefangen habe? So ganz verstehe ich die Logik dahinter nicht. Hm. Reicht wahrscheinlich, wenn man es einmal gesehen hat. Also so richtig gesehen hat. Du rufst nicht wirklich um Hilfe, oder? Keiner mag dich. Dann nehmen wir es direkt mit. Ah, ist doch drin geblieben. Ich hatte schon gerade wieder Angst. Weil es hatte doch noch viele HP. KP? Ach, so egal. So, Bambudi, jetzt, bevor ich das gleich wieder vergesse, tauschen wir erstmal deinen Platz. Tschüss. Das heißt, so, wir gucken mal. Pokémon. Jetzt alles wieder, wie es sein muss. Und was hat sich deswegen gelohnt? Oh, Ladestrahl. Das ist, glaube ich, eine Attacke über 2 Runden. Ob das so geil ist, weiß ich jetzt auch gerade nicht. Ach, noch ein Kampf. Noch einer, der von mir Ärger will. Oh, ein Imantis. Wie süß. Hallo, du kleines Dingen. Dich habe ich noch nicht in meinem Pokédex. Leider muss ich dich aber dann muss ich dich ablecken. So wie Items das immer macht. Und... Na, dann komm mit. Das kann ja auch bestimmt 3 Stufen haben, oder? Ich muss mich echt mal damit auseinandersetzen, welche Pokémon ich gefangen habe und welche ich vielleicht mitnehmen möchte.
So, Immantis. Was bist du für ein süßes Pokémon? Immantis. Ach, hat nur zwei Entwicklungsstufen. Ja, dann ist es nicht so geil. Mittags badet es in der Sonne und hält Nickerchen. Nachts muss es sich aber einen sicheren Schlafplatz suchen und zieht los. Oh, wie süß es kämpft. Wie süß. Nein, leider habe ich keinen Spitznamen für dich. Tschüss. Ich habe heute leider keinen Spitznamen für dich. Herzlich willkommen bei Baloo's Next Top Model. Next Top Pokémon. So, jetzt gehen wir nochmal da rein. Und dann würde ich sagen, beenden wir auch schon wieder die Folge. Weil 15 Minuten so in um. Ich weiß, wir haben hier angefangen in der Folge und sind hier wieder rausgekommen. Und ich finde, ich mache das gut. Ich habe die ganze Route um keinen Zentimeter erweitert. Wow, ich bin gut. Aber es geht halt nicht, ne? Wir müssen halt alles erforschen und mit allen Leuten reden. Das ist nun mal meine Art, wie ich dieses Spiel durchspiele. Und das wird sich auch niemals ändern. In dem Sinne würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Haut rein, bis, ja, vielleicht morgen. Oder sonst bis zum nächsten Mal. Macht's gut und bleibt schön feurig.